Meine Force-Members und Twitch-Watchers zu ein bisschen Minecraft an Montag. Warum? Weil ich einfach, warum nicht? Warum nicht mal? Dieses Mal zum ersten Mal mit dem lieben Taka. Und ja, falls ihr gerne selber einen kleinen Vorgeschmack haben wollt von den lieben Taka oder Takeru Takano und hello Kiminito. Oh. Weil es einfach mental behindert ist durch die Endsoft. Guck, siehst du? Ah. Ist es das Tod? Was habe ich dir gesagt? Das ist ein freies Hühnchen. Und jetzt wirst du von einem Zombie getötet. Ich hab keinen Bock mehr zu leben. Bring mich um! Ja. Bring mich um! Das ich hab dir das lieber Leben gerettet und hier hab noch Schaf. Das ist der liebe Taka. Also, folgen könnt ihr ihm immer, wenn ihr wollt. Es ist nie gestorben, es ist nie gestorben, es ist nie gestorben, es ist nie gestorben. Minecraft-Kollaps-Spiel. Ja, ja, du bist frei. Red dir das ruhig rein. Hey. Das ist er. Das muss man hey klippen. Hier, essen. Moment, verdammt. Oh, warte, ich bin bei. Ei. Ich hab gerade bei mir gerade einen kleinen Shutter-Command gemacht mit dir. Und, ei. Ja. Würde ich auch gleich sofort machen. Einmal. Bloß bin ich gerade zu doof, weil ich gerade auf den Server gejoint bin und ich bin direkt angegriffen. Au, oh, ouch. Ich kann gerne zu dir kommen.
Sprechen. Oder so gibt's auch. So. Ja. Heute ein Collab-Stream mit Le Roman. Nochmal kurz einmal hier. S.O. Oh. Ah, ich brenne! Ich bin gleich auf dem Weg. So. Ei. Ei. Ich hab's wieder verkackt, was Sound angeht. Es war wieder Soundverschiebung. Nice. Mal kurz einmal kurz gucken. Hä? Warum will das nicht so richtig? Egal. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ja. Ja. Hallo, Robert. Hi. So, was ist der Plan für heute? Gute Frage. Ich habe nämlich selber, ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, das war's mit dem Stream. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Also, ich kann ja mal kurz zeigen, was ich jetzt so Schönes gebaut habe. Und zwar haben wir hier die Obst-Skelett. Töte ihn, bevor es Eier legt. Ah! Bitte, du hast was gesagt? Ja, wir haben jetzt. Ich kann dir mal zeigen, was ich gebaut habe. Wir kommen hier bei der Inzucht freien Inzucht. Das ist kein Inzucht. Guck mal, ich kann jetzt sagen. Und zwar hier. Das ist Doggo 1. Number 1, ja? Ja? Das ist Doggo 2, die Mama. Aha. Ja? Und das sind Doggo 1, 3, 4, 5. Die sind alle von 1 und 2 gezeugt worden. Es ist nichts Inzucht, das ist alles noch eine Familie. Aha. Es wurde noch nichts gekreuzt. Aha. Soll ich mir die Aufnahmen von den letzten Minecraft-Streams anschauen? Also, das ist alles die beiden Eltern. Alles die beiden Eltern. Noch. Noch. Da haben wir es. Ja. Das ist mein Haus. Ich wohne ohne Dach. Noch. Und das ist mein Multifunktionsplatz. Noch. verstehe. Musst du ein bisschen Hühnchen da anbauen? Nein. Okay, vielleicht ein Boot. Apropos Hühnchen, ich weiß nicht, ob ihr das da abgesetzt habt, ne? Ich habe mich so gewundert, weiß ich. Denk mir so nichts dabei, hab so spontan deine Insel wiedergefunden. Ja. Komm mal mit. Ja. Also ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum. Aber ich habe meinen Sohn, glaube ich, wiedergefunden. Was wirklich? Ja. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum. Aber ich habe Hühnchen gefunden. Ich meine, okay, man kann ja das mal machen. Und es hat ein Ei gelegt. Es ist runtergefallen. Boah, das Ei behalte ich, das nenne ich jetzt demnächst um und hänge es mir in die Wand. Das Meeresei. Hey, das ist mein Boot. Okay. Es ist warm, es ist frisch. Ja. Ich bin sehr tief. Und die frische Meeresluft ist einfach wunderschön. Psst, Basti. Psst. Ja. Und wenn du sehr leise bist, kannst du sogar die Fische hören. Fische. Am meisten nicht. Ich habe jetzt zum allerersten Mal laufen Shader bei mir im Stream. Hi. Ja, und es sieht einfach nur geil aus.
um mit 60 FPS. Ich liebe meinen neuen PC. Aber stimmt, du hast ja den neuen PC. Ja. Yeah. Nice. Ja. Yeah. If you're happy and you know it, clap your hands. Vroom, vroom. I can only do the one hand clapping. Ich habe einen Skin neu gepixelt. Ich weiß nicht, was dir aufgefallen ist. Ja, ja. Sieht fast so aus wie meiner sogar. So etwas. Nein, actually, ich hatte wirklich selbst gepixelt. Außer die Brille, die hab ich geklaut. Die Brille habe ich dir geklaut. Hacker. Oh shit. Jetzt bin ich halt nicht so schnell. Ja, ich weiß. I'm new. And ich habe mir wird schwindelig. Ich habe in den letzten Tagen eine Katastrophe. Ich habe Hast du Guardians of the Galaxy gesehen? Ja. Der erste Teil, die Musik davon habe ich den ganzen Tag nur im Kopf. Bam, und jetzt. Bam. Ich wollte gerade sagen, nein! Hey, what? Das ist alles, was ich noch weiß. Weil ich habe da meinen TikTok mal gemacht. Hey. Können Hunde eigentlich. Dürfen Hunde Knochen essen? Solange es nicht Inzucht ist, ist alles super. Doggo, komm her. Ich habe ja auch nur einen. Hi. Kannst den beiden Knochen geben. Geht nicht. Oh. Kannst nur du. Doggo, komm her. Sitz. Ja, feini. Aber ich kann dir keinen Knochen geben. Wow. Das sind alles Fleischesser. Oh, das die, sind... Die leben nur Qualität. Brauchst du vielleicht irgendwelche Materialien? Ich kann dir welche von meiner Insel geben. Na. Die rennen beide weg von mir. Interessant. Was denn? Ja, Cross. Das haben wir selber erfahren. Alles richtig gemacht hier. So. Actually, ich brauche kein Material. Ich brauche hier ganz gechillt meine Hütte. Ich meine, mein ohne Dach und mein Plateau der Einsamkeit. Aha. Yes. Das wird was. Ich sag's dir. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich alleine hier wohl. Okay, dann gehe ich wieder. Okay, tschüss. Das war's mit dem nächsten Mal. Tschüssi, ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo da, ein Follow da. Und es ist schön der Knopf, da steht abonnieren. Twitch Prime ist kosten. Ich würde nicht genau sagen, dass wir das so genau. Ich würde sagen, hey, falls du Twitch Prime hast, dann kannst du einmal im Monat deinen Lieblingsstreamer ein Abo geben. Oder? Da lassen. Da lassen. Hi. Hä? Du musst einfach provokant machen. Trick 17. Ich gebe meinen Zuschauern die Wahl. Entweder sie möchten gerne ein Abo da lassen oder nicht. Ich gebe meinen Zuschauern eine Wahl. Entweder wollen die mir ein Abo da lassen oder ich sperre sie in den Keller ein. Nee. Das erst in 20 Jahren, wenn da weiter nichts passiert, was? Hilfe? Was? Hilfe? Bam, 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 badam.
Hey. Oh, Roman, ich hasse dich. Okay. Wo bist du jetzt schon wieder? Wärst du nur etwas früher in den Voice-Chat gekommen, dann hättest du mich schon gehört, wie ich den Pokémon-Film-Song gesungen habe. Der witzigerweise auch nicht morgen, am Mittwoch um 12 Uhr oder 12.15 Uhr auf meinem YouTube-Kanal dann öffentlich ist. Will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Dun, dun, dun. Ich fang zu mir. Nee. Ich kenne den Text, ich habe ihn alle zwei gesungen. Ich auch. Aber ich hab einfach irgendwelche Wörter genommen. Ich möchte Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Zu mir war. Ein Pokémon an deiner Seite. Ich kenne die Gefahr. Keine Ahnung. Und jetzt hab ich auch immer. Lal. Poggi. Ja, Roman, ich hab dich verloren. Ich bin auf deiner Insel gestrandet. Und ich bin gerade komplett anders. Oh, meine Güte. What the actual of a fish? Fish? Fische? Is it you? Ne, bei mir ist gerade so etwas wie eine. Diese Nordrandlichter. Sehe ich gerade. Oh mein Gott! Das sieht sowas. Das sieht sowas von wow aus! Wo bist denn du denn gelandet? Ich bin gerade doch. Bin gerade auf dem Weg zu meiner Insel wieder, weil. Weil ich gerade von Skeletten angeschossen werde. Ja. Okay. Und da ist ein Creeper. Boah. Ey, und ganz. Da ist auch ein zweiter Creeper. Okay. Ganz Creeper, die sind so RIP. Die haben mir so viele Löcher reingehauen. Das ist Katastrophe, ich bin echt traurig. Ja, das passiert, wenn man nicht ausleuchtet. Zombie! Stirb! So. Ich habe mir ein paar Potatoes bei dir gerade gesnackt. Hallöchen, Selina! Wie geht es dir? Und willkommen! Heute mache ich mal einen Call-up mit dem lieben Tucker. Ein deutschen VTuber. Weizen. Meine, wie heißt denn das? Ja. Wie hab ich's immer genannt? Ich hab's vergessen. Wie? Mein Multifunktionsplatz nimmt langsam Gestalt an. Oh. Ich hab Creeper. Oh, da muss ich jetzt ein kleines Screenshot machen, wirklich. Von der, mit dem Shader da. Nee, von Paint Shader. Ah. Möchte allerbeste Shader sein, wie keiner vor mir war. Ein Polarlicht, das kann ich bieten. Ich kenne die Gefahr. Ja, wie immer eigentlich. Und. Hört sich nicht sehr gut an. Oh nein! Hm? Ich bin lost. Wie lost? Lost in Blue. Kennt das Spiel? Nee. Okay. So. So? Ah ne, ich habe eine bessere Idee. Oh, meine Spielzeuge ist kaputt gegangen. Fuck! darf man das sagen? Ja, was? Darf ich Fuck sagen? Wie, was?
Jo, was? Kartoffel. Anderson, what? Have a good day. Der allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Also Selina, da kannst du doch die Channel Points nehmen. Apropos. Ganz allein, ich seh mir, ich kenne die Gefahr. Am meisten kann ich auch noch zu sagen, ich habe jetzt eine neue Challenge mir gemacht. Challenge? Ja. So, es gibt ja einmal jetzt die Mate Roman Challenge. Also das heißt, sehe ich dich. Ja. Einmal das und dann. Ich sag jetzt mal nur so 48 Stunden Stream. Oh nein. Oh doch. Fängt das schon wieder an? Oh ja. Ich hab schon eine 24 Stunden Stream mal durchgemacht, also. 48 Stunden können gerne kommen. Sehe ich dann demnächst einen Dromi? Ich meine, Droman. So. Upsi. Nee, es gibt schon was. The Drunk Man. Bitte. The Drunk Man? Ja. Und ja, das würde ich vielleicht am Ende da machen. Hi. Ja. So, für die letzten paar Stunden Drunk Stream. Und da geht's so richig ab. Vielleicht wird das vielleicht sogar verlängert durch den Drunk Stream, keine Ahnung. Oder Drunk Stream Teil. Jeder Sub eine halbe Stunde hinzufügen. Und dann, aber so, also, jeder Sub, das ist mal eine halbe Stunde länger. Ernsthaft, ich hatte auch diese Idee schon einmal. So, dass nämlich so ein Sabaton, nur mit Drunk Stream verbunden. Also man kann. Bei jedem Sub kann man entweder entscheiden, ich nehme einen Shot oder die Zeit wird verlängert. Hä? Ist doch klar, was man nimmt. Mehr Shots. Auf kürzeste Zeit mehr Effektivität. Ja, ich meine. Mehr Power! Aber ich sag dazu nur, nach 2 Stunden muss man sich was wieder überlegen. Entweder mehr Drunk Roman oder. Also noch mehr Drunk Roman oder längerer Drunk Roman. Oh, der Sound. Der Sound. Oh, oh, oh. It's a hard knock life. It's a hard knock life. Ba, ba, ba. Stay alive. Stay alive. Ha, 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 ha. Stay alive, stay alive. Mhm. Das ist alles, was ich von dem Team kann. Oh, heute wieder Aua im Kopf. Hm? Da gibt's ein Schlagerlied. Wieder Aua im Kopf heißt das Lied. Nein. Doch. Frag mich, wohin ich da gehe. So. Du hast auch eine U-Bahn-Station bei dir, ne? Ja. Und ich schau mal, ob ich da irgendwie durch den Minenschacht, wo ich mich gerade befinde, irgendwie dorthin komme. Ich muss mir auch mal irgendwann mal zu dir Schienen bauen. Ich meine, die liebe Mayumi hat das gemacht eigentlich. Das U-Bahn-Projekt. Ich werde es weiterführen. Ich brauche Schienen zu dir. Wenn es keine Schienen zu Roman gibt, dann gibt es keine Roman-Schienen. Ich bin dann gibt es keinen Schienen-Man. Oh mein Gott, was ist das? Als was bist du zum Halloween-Kurs gekommen? Ich bin Schienenman! I mean, okay. We can do that. Ich bin Schienenman.
Bam, bam. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Ich habe was anderes gedacht, aber okay. I'm here to rail you. You got railed. Warum habe ich das so wie damals? You got mailed. You got mailed. No, you got railed. Ah, You got railed. You. Es ist ein Song. You got railed. Nicht you got debated, you got railed. Na, das könnte man als meine eigene Art von debating machen. Mm. Ich meine. You got romant. you got manned. You got the romant. Wie hieß das Lied nochmal? Obwohl, das ist copyright-mäßig, glaube ich, I guess. Ach, Mann. Ich meine, das... Also ich schick dir das nachher vielleicht, wenn ich nicht vergesse. Okay. Ah, mein Auge. Dein Auge juckt? Ja. Yeah. Boah, das ging vorhin gar nicht. Ich saß dann und denk so... Boah, schreibe ich jetzt Roman, ich kann nicht zum Stream kommen, mein Auge tut weh. Ich gucke ins Spiegel, Ader geplatzt. Also, so ein bisschen rot geworden, das Auge. Also dich so 3 Tage lang durchgemacht. Ei. Ja, das war's mit der Story. Ja. Ach, Mann. Ui. Ich habe eine Rose. Und ich habe gerade einen Huhn gesehen. Bezogen auf Farbe. Ach, das ist einmal. Ich hab jetzt das Loch jetzt zugemacht. Endlich mal bei mir. Das, was du mal wahrscheinlich zum Ausgraben genutzt hattest. Ah. Aber lustigerweise bin ich halt dann ein bisschen durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, ich suche mal neue Bäume, ne? Und hab eine komplett andere Insel gefunden, die genauso aussieht. Eine komplette Insel, die du auseinander gepflückt hast. Und die sieht genauso aus wie diese Stelle, die du hier bei mir ausgepflückt hattest. Roman, was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Ja, ich musste irgendwie meine Mauern bauen. Hallo? Ich habe ein Nein-Gefühl. Was? Ich gebe dir den neuen Titel. Weißt du, manche Leute, die kriegen Rittertitel, ne? Du kriegst Inselzerstörer. Was? Das R in deinem Namen steht für Inselzerstörer. Das R in deinem Namen steht für Roaster. Ja, Island Roaster. Hä? Oh, man redet nicht mehr mit mir. Okay, ich habe nichts gesagt, gib's mir zurück. Wie gesagt, ich habe den Sand nur gebraucht für meine Mauern, das war alles. Die Mauern sind fertig, also brauche ich keinen Sand mehr. Also jetzt. Roman auch demnächst bei mir in meiner Base. Ich brauche dieses Haus. Ich brauche das Holz. Komm wieder hin, mein Haus ist zur Hälfte abgebaut. Roman? Ich brauchte das Holz. Ich meine,
Aktuell brauche ich Sachen für Sticky Pistons. Ich habe keine Slimes. Ja. In meinem Haus sind auch keine Slimes. Daraus nicht gucken. Hast du aber vielleicht Redstone? Ja, aber nicht viel. Ist mir egal, Hauptsache Redstone. Ich habe 36 Redstone. Excuse me, what? Hä? Was? 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 Darf ich mir nehmen? Ja, dann dürfen sie mit dir. Und wenn man den 36 was anfangen kann? Hm. Dann existiert sie. Meine Existenz wird einfach ausgelöscht. Kennt. Weißt du, ich habe ja die Szene bei Avengers gesehen, wo Thanos einmal schnipst und ich sitze im Endeffekt und sag: Guys, I don't feel so good. Und dann ist Spider-Man weg. Das könnte man wirklich machen. Irgendjemand muss das editieren. Irgendjemand muss das nie machen. Weißt du, du bist nicht nur aus der. Also dein Leben wird nicht ausgelöst, deine ganze Existenz ist nicht mehr vorhanden. Aber komplett geroastet worden. Oh nein, das ist glaube ich jetzt mein neuer Wortwitz. You got roasted. You got romant. Oh nein. Oma, wenn du zu viel willst, sag Bescheid. Fühl mich jetzt schlecht, wenn du nichts sagst dazu. Ist es nicht schön, die Vögel zu hören? Und nicht die Person, die gerade eben genießt hat? Wer hat denn bei dir... Okay, gut, das hat... Das hat er gehört. Okay, gut. Wenn man's Gesundheit, Romanz, Papa oder Mama oder Bruder oder Schwester oder irgendwer. Mitbewohnerin, bitte. Mitbewohner? Du hast eine Mitbewohnerin? Ja. Du hast Mitbewohnerin? Ich bin ja aus einer anderen Dimension. Meine Mutter ist nicht hier. Du hast Mitbewohnerin? Ja. Wie sieht sie aus? Das ist geheim. Spaß. Ich bin echt damit auffällig, ich komm echt verzweifelt. Ja, so. Ich lach mich zu mir heute, ich werde nachher so weinen, ich weiß nicht warum. Nöpf. Jetzt hier mit einem Dauergrinsen im Gesicht. Oh nein. Puh. Leute, stay hydrated. Da ist meine Wasserflasche, ich muss erstmal suchen. So. Ha. 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 So, jetzt brauche ich irgendwie einen Guide hierfür. Ein Guide? Ja, ein Guide. Guido? Kennst du Guido aus Cars? Nee. Okay. Er wollte aber schon echt immer seine echte Ferrari sehen. Mal Luigi, eine echte Ferrari in meinen Laden. Ach man.
Eine echte Falali. Da. Jetzt ist Gesprächsbedarf zu Ende. Ich habe genug gelacht und jetzt kommt Ernst. Hallo, mein Name ist Ernst. Ey, langsam wird das was hier. Okay, eventuell. Ich glaube, ich werde hier, glaube ich, sogar das doch wieder abreißen und hier noch eine Tür hinmachen. So. Ja, da bestimmt noch irgendwo Türen übrig. Ah, ne, ich habe noch nicht mal Türen geklappt. Ich habe doch sicher irgendwo Türen übrig. Nope. SOS, Türenalarm. Zieh die Stäbe raus, sonst fallen sie raus. Viele sitzen oben drauf. Wenn sie darunter fallen, sieht es aus. SOS, Türenalarm. Ist okay. Brauchst du das Wasser? Stay hydrated. Ja. Eat, sleep, rave, repeat. Wie soll was essen gehen? Oh, ich sterbe gerade. Ich habe eine giftige Kartoffel gegessen. Ah. I'm alive. Still alive. You're still alive? Noch. Na. Oops, I did it again. Cobblestone? Was? Cobblestone? Gublestone. Gubble. 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 Gubble, bubble. Gubble, bubble. Ja, sieht doch super aus. I'm happy. Hi, Happy. Are you? Hi, Happy. Ich bin Roman. Ich mach keine Dad-Jokes hier. Nicht? Nee. Oh, schade. Hätte ja klappen können. So, Zaun. Zack, zack. Ja, ich bin happy. Hi, ja. Happy. Don't. Don't do this. Ja. I'm not so cool. Zack, 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 zack. Dann mach ich das nochmal wahrscheinlich auf einem breiter. So. Zombie, wie geht's dir? Na, halt wieder. Fresher Wackadoo. Stop it, ich weiß. No.
So, wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. Ich kann nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Das ist Belasto. Ah! Da ist, hat jemand wohl sein Master Bedroom aufgesucht. Ja. Nice. So. So. Oh, mein Rücken tut weh. Das mag ich nicht. Hm. Oh. Ich bin ganz mega erschrocken. Auf einmal ist eine Spinne in mein Haus. Gib Spinne! Die! So. Stone Cutter. Da. Hm? Mach ich es mir so. Zack. C, D, E, F, G, H, J, K, L, F, M, You failed. You got failed. Oh nein. Skelett. Skelett. Ah, Creeper. Oh man. Warum sind die doch immer Mobs hier? Hä? Ach man. Schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach in die Safe Zone schwimmen. Roman? Ja. Bist du nächstes Jahr auf der Gamescom? Was? Bist du nächstes Jahr auf der Gamescom? Nope. Weil? Weil. Warum sollte ich? Gamescom ist super. Nee. Weil? Warum sollte ich? Gamescom ist super. Und nächstes Jahr auf Dokumi? Nein. Aber Dokumi ist super. Roman, warum? Weil, warum sollte ich? Ach man. Ich dachte, endlich kommt der Tag, wo du mein cooles Book of Coolness mal reinkritzeln kannst. Das hast du gerade dir nur ausgedacht, oder? Nein! Ich hab ein Book of Coolness. Ich hab actually, wirklich, das steht da wirklich drauf. Aha. Weißt du? Habe ich jetzt irgendwo liegen? Da. Ich hatte so Handy. Discord. Brauchen wir dich. Da. Kamera an.
Es ist, sieht ein bisschen mitgenommen aus. Ja. Weil es hat, hat ein Festival überlebt. Im Regen. Aber. Ich habe ein cool, Book of Coolness. Look at your private direct messages. Frag nicht warum. Ich hab eins. Aha. Da, selbst. Kennst du noch Emre, oder? Jo. Pepe? Sogar ja. Pepe hat da reingekritzelt. Hm. Der kommt voll weit weg. Voll weit weg. Das ist von mir wortwürdig nebenan. Ja, deswegen ja. Für mich ist es. Ja, gut. Actually, ich weiß ja, ich wohne ja gefühlt auf der anderen Seite. Also erstmal auf der anderen Seite von Deutschland. Jo. Ich bin ein Nordenkind. Aber fast Norden. Die im Norden wohnen, sagen, ich bin nicht im Norden. Alle anderen, die sagen, ich bin im Norden, weißt du? Mhm. Das ist ganz, ganz komisch. Ich bin im Norden. Nope. Nice. Fun Fact, Roman. Ich ja. Habe mich eigentlich voll beeilt, hier online zu kommen. Um 20 Uhr. Ja. Mal noch kurz bei dem Wohnungstyp hier. Für meine Wohnung. Und guck mal, jetzt Live League, ja? Ja. Der hat mir sogar zugesagt. Das heißt, ich krieg die Wohnung wahrscheinlich. Also der hat gesagt, alle anderen sind abgesprungen und ich krieg die. Er macht mir jetzt meinen Vertrag fertig. Das heißt, bald wohne ich alleine. Yay. Yay. Noch mehr Haushalt. Yay. Aber dann kann ich jederzeit sagen, ey, komm vorbei, Hausparty bei mir. Ohne Probleme. Problematik ist nur, musst du heute rüberkommen. Und jetzt habe ich auch eine relativ lustige Story. Und zwar, wir haben bei uns hier im Ort keinen Bahnhof, ne? Ich muss... Um zum Hauptbahnhof zu kommen, circa 20 Minuten mit dem Auto fahren, ja? Oder fast 20 Minuten. Aber lustigerweise, drei Straßen weiter verläuft die Bahn. Also, wenn du prinzipiell mit der Bahn zu mir fahren würdest, ja? Ja. Fährst du an meinem Ort vorbei, durch alle anderen Orte, wo ich mit dem Auto vorbeifahre, um einfach beim Hauptbahnhof auszusteigen zu können, um dass ich die prinzipiell abholen müsste. Aha. Also ich war actually 20 Minuten lang neben der Bahnschiene lang, die wo du drinnen sitzen würdest, wenn du zu mir fährst. Und keiner weiß, also wir hatten mal vor 30 Jahren mal hier einen Bahnhof, der wurde aber zugemacht und actually weiß gefühlt keiner, warum der zugemacht worden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach so beleidigt, ja, das ist jetzt mein Grundstück, wir machen ihn jetzt einfach zu. Ne? Mhm. Bin ich ein bisschen sad. Es wird schon gefragt, warum keine LAN-Party? Warum wollen wir eine LAN-Party bei mir machen? Nimmst du einen PC immer mit? Ja, natürlich. Wie viele Stunden brauchst du mit der Bahn? Ich glaube nicht, dass du mit dem Auto fährst, ne? Nein. Warte, das interessiert mich gerade. Maps. Ich nehme von zu Hause mit öffentlichem Nahverkehr bis zu dir zum Hauptbahnhof, ja? Mm. Ohne dass ich jetzt das leake. Ja. So. Das sind... Andersrum. Von dir zu mir, nicht ich von mir zu dir. 13 Stunden und 5 Minuten.
13 Stunden. Wow. Lustigerweise, wenn du diese Strecke fährst, ne? Fährst du bei Selina vorbei. Dann kannst du Selina mit auf den Weg nehmen. Hm. Ach man. Guck mal. Ich hätte mich alle Besuche kommen. Und dann machen wir mal hier ein Spezial-Stream, Roman. Live in Action. Wie wär's? Hm. Ich übe gerade was separate herausfinden. Ah, Redstone-Experte. Ach ja, warte mal. Apropos Redstone. Zack. Warum funktioniert dann nur eine Seite? Na, die Hälfte wirklich. Erstmal ein paar Punkte reingeknallt bei dir. Ach, mein Multifunktionsplatz ist gleich auch endlich komplett ausgeweitet. In mein Haus sind Creeper. Thank you for the follow and welcome to the Air Force. Oh man. Oh, Smixi. Danke für den Follow. Das wusste ich doch. Nein. Hilfe. Hilfe. Ha! Creeper. Hilfe. Ich baue ein Haus. Es ist Nacht. Ich habe es nicht ausgeleuchtet. Hm. Ich bin Big Brain. Doggo, hilf mir. Beschützen Sie mich. Kohle. Oh nein! Ich hab Doggo 2 geschlagen! Nein! Killt sie alle! Yes! So. Diesen Fehler mache ich jetzt nicht noch einmal. Ich mache erstmal Fackeln platzieren. Creeper gehört. Hm. Bei meiner Haustür. Geht das? Die große Frage. Ja. Wie viele Fackeln muss ich platzieren, damit keine Mobs mehr hier bei mir spawnen? Ganz, ganz viele wahrscheinlich. Ja, yeah, basically yes. Oh no.
Mixi schreibt gerade, man kann bei ihnen in der Schule einen Minecraft-Kurs wählen. Oh, nice. Warum leben wir... Wieso haben wir nicht in der Generation gelebt, Roman? Gute Frage. Heißt also Generation Minecraft-Kurs in der Schule, Generation Fortnite-Dance? Ich kann dir auch sagen, wieso. Ja? Weil die Schule sich nur nicht so sehr interessiert dafür. Fortnite-Tänze. Ich haue jeden, der das bei mir in der Nähe macht. Scheiße. aber Roman, muss dran denken, stell dir vor, weißt du, Corona ist vorbei, ja? So alles richtig, richtig finito, ne? Und die Clubs machen dann richtig, richtig auf, ne? Stell dir vor, du bist im Club und dann macht jemand einen Fortnite-Tanz. Ich würd's feiern. Ich würd lachen. Fortnite. Hey, Tristan. Ach, Mann. Weißt du, ich find's so lustig, dass man einfach alle Fortnite gehypt und auf einmal hassen's auf einmal alle. Ja. I mean, ich hab eigentlich voll die lustige Zeit mit Fortnite gehabt. Actually. I don't give a fuck. Damn. So. Okay, ich würde gerne wissen, warum mein mein Ding eigentlich nur zur Hälfte funktioniert. Es gibt einen Grabstein. Ja. Cool. Wähle Minecraft-Bus. Actually. Ich stelle es mir gerade voll anstrengend vor, in so einem Minecraft-Kurs zu sein. Stell dir vor. Heute lernen wir, wie man eine Burg baut. Der die schönste Burg baut, bekommt eine 1. Boah. Apropos so Kurse, ne? So, ich konnte Kunst konnte ich damals auch nicht ernst nehmen. I don't know. Wenn Anfang angefangen haben, Lehrer. Das ist jetzt meine Meinung, ne? Will ich nur noch mal unterstreichen. Das ist meine Meinung, es ist objektiv gemeint. Wenn Lehrer, die es nicht alle objektiv sehen, einfach so anfangen, Bilder zu bewerten, die dir dementsprechend eine Note geben. Weißt du, gibst du richtig viel, bist kreativ richtig unbegabt, ne? Gibst aber dein Bestes und du kriegst dafür trotzdem eine 5 oder so für ein Bild. Das ist genauso wie ich, da gebe ich auch zu, ich habe damals in der Schule habe ich eine 6 für ein Bild bekommen. Und zwar war das Thema, ich sollte damals etwas anmalen nach meinen Vorstellungen, ja? Und ich hab's angemalt und alles um und dran. Und wie soll ich sagen? Die Lehrerin kommt zu mir und sagt, Thema verfehlt. Ist okay. Tut mir leid.
Tut mir leid, dass ich heute nur einfarbig denke. Es war so abfuck. Oh. Ich habe mich richtig mit deinen Haaren gehabt danach. Ja. Ja. Und dann. Ja. Aber da gibt es ganz, ganz viele Themen. Hatte ich ja auch einen gehabt, Thema Religion, ne? Ist auch so ein ganz, ganz schwieriges Thema in der Schule. Entweder wird eine Richtung gelernt, meistens, so wie ich das mitgekriegt habe, wird es christlich-katholisch beigebracht. Mhm. Und dann gibt es parallel so Werte und Normen, also heißt entweder christlich-katholisch oder, ich sag jetzt mal, ohne böse zu klingen, der Rest halt, ne? Mhm. Und ganz, ganz lustig, in der Berufsschule, wo ich ein Jahr nach der richtigen Schule war, ja. da gab es einfach wirklich nur Religion, ne? Also es ist irgendwie ohne speziell veranlagt. Und da hat einer aus meiner Klasse auch eine 5 bekommen. Weil wir dort, also wir haben so Themen, Religionsthemen war so Alkoholmissbrauch und Drogen und sowas, also so allgemeine Themen, ja. Mhm. Und er hat in den Diskussionsrunden Meinungen vertreten, die der Lehrer nicht vertreten hat und hat dafür eine 5 bekommen. Hm. Das war so genial. Der Typ konnte es halt, also ich aus meiner Sicht konnte es richtig argumentieren. Deswegen er was macht. Und legit habe ich ihm sogar gesagt, ja komm, das ist halt deine Meinung, ne? Ist halt nicht die schönste Meinung, die du hast, aber es ist deine Meinung. Und die Lehrerin drückt ihn einfach eine 5 rein. Ach man, so lustig. Der hat aber auch richtig nach rum gebieft. Wow. Ah, das Thema Schule war so ein Thema für sich. Ich war in der Schule nicht so gut. Hm. Ja. Taka, wenn es für dich recht ist, würde ich jetzt mal kurz eine Pause machen, okay? Wie heißt Pause? Komplett Pause oder? Also im Sinne von einfach so ein paar Minuten kurz weggehen. Achso, du bist nur zwei. Achso, ein paar Minuten. Ja. Pinkelpause. Ja. Ja, okay. Klar, mach. Also bis in ein paar Minuten dann wieder. Ja, bis gleich. Ja. Das wollte ich gerade auffangen, was? Nein. Es gibt eine Männerversion von. Ich crafte mir Beton, Ton, 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 Ton. Ja, diese schöne. Da hab ich ja was angerichtet. Also, ich crafte mir Beton, Ton. Außerdem waren das keine Hengste, die das im Video waren, sondern irgendwelche fetten Biersäulen. It's the train. FESHUO. Yeah. M&M's? Die M&M's. Ein random Fact, das kann ich aber sagen über jetzt kann ich nicht mehr aussprechen. Ich hab's einmal absichtlich falsch gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen. Oh Gott. Ein random Fact über Alles okay, guck mal. M&M. Only, I have literally a lot of songs planned. Not a lot, but a few.
erlaubt. Ne? So. Ah, a little bit of stretching for security reasons, because... Oh. Please don't clip this. Please don't clip this sound. That I just... Me rewatching. By the way, it's not like this is a Roman watch along thing here. No. This is not a... What? How do we call this? How do those people call this again? This is an inception, a reception of a reception of me. Roman, hat deine Mom früher auch immer gesagt, ihr sollt viel trinken, Roman, du hast dir das U-Herzen genommen und bist jetzt ständig am Trinken, nimm dir ein Beispiel daran, mach die Gläser voll und dann will Roman, dass ihr alle mitsingt. Selena, or zero pain, or pain. Stop! First is the coming. I always like how this always ends with who is the Air Force? Well, the Air Force is the community. And it's not nothing with military, just saying. Do you see that? Do you fishing see that, Selena? I got the mother fishing diamond! I got the mother fishing diamond! Out of a month where you are literally standing on a tree and you should expand your fishing world. Viva Las Vegas! Das ist meine einzige Einnahmequelle. Hey, jemand kauft es. Oder sonst muss ich jemanden hauen. Woo! Weh, hä? Weh! Dummy? Weh, hä? Nein! Ich weiß sonst gar nicht, ich hab sonst kein Geld mehr. Viel Eisen im Blut und währenddessen sitze ich da. Ich will doch nur nach Norden! Oh. Zu Z3 Ropen XD. My opinion on him. I don't have one. That's all. I've been waiting for you. Uh-huh. Good, thank you. Why? I have been informed about Jean falling ill. Uh-huh. On behalf of all of the Knights of Favonius, uh-huh. Allow me to express my sincere gratitude for your assistance. Uh-huh. I don't know if this is a glitch or not, but, Paimon, you're saying what again? Well, because I exactly hear nothing from you. No, Pikachu. And he died. Really, Pikachu. Really. Put the thing in there. Go to work. Then, if I say, oh, it's in a... The shift is... I go home soon. Then I just activate the microwave, and on the way home, the food is warm, finished, ready. And we recorded the musical video with Monica's lyrics and Netsky's flute solo. You want to say that this is goddamn Netsky right now? At the same time, with this goddamn timing, like...
That's time. In this corner we've got. Matt. Roman Man. Hulk. Wait, what? So. Bin wieder zurück. Willkommen zurück, Roman. Yay. So. Ich hoffe, du bist nicht verloren gegangen und nicht ins Plumpsklo gefallen. No. Okay. Puh. Ich wollte schon eine Vermisstenanzeige loswerden. Why? Weil ich dachte, du bist ins Klo gefallen und ertrunken. Ich bin nicht so... So dünn bin ich auch nicht. Hä? Ja, ich habe vielleicht einen Hoodie an, aber... Da unter dem Hoodie ist was sehr Interessantes. Brustbehaarung. Nee. Der Bär. Was? Der Bär. Nee, ja, es gibt schon Bären. Oh, hast du schon. Ja, hast du schon ein Schild gemacht? Nice. Oh, ich hab mich kurz erschrocken, weil ich dachte, das ist ein Creeper. Roman? Togo, eins, setz dich. Hä, wo ist so gezogen? Ja, das wird jetzt dauern, Roman. Du bist kein Hund. Wenn ich nur meinen guten Zoom hätte. Ja, wär's hier 1,8? Ne, 1,7? Ne, 1,17. So. Ja. Könnte man ja anfangen, zur Not, wie heißt denn das? Das Fernglas zu bauen. Na. Apropos 1,17, weißt du, wann geupdatet wird, zufälligerweise? Wenn die 1,18 rauskommt. Echt? Ja. Yeah. Weil es ja. Bei der 1,17 ja. Neue Weltgenerationen gibt und deswegen. Ah, und da wird aber auch nochmal alles resettet. Mhm. Ach so. Ja. Das heißt, eigentlich macht das keinen Sinn, weiter zu spielen. Das war's mit dem Projekt, bis zum nächsten Mal. Ciao! ich bin auch eher so. Ich mag die 1.16 eher, weil die 1.17. Also schon irgendwie geil, was da. Man geplant hat, aber trotzdem, dass man jetzt bis minus 64 jetzt kommt. I mean, why? Minus 64. Ja, also Y minus 60, 64. Ach so. Und 320 plus. Ja, aber das Coole ja, war ja bei der 1.17 einfach das Fernglas. Ja, das so aussieht wie Among Us. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Ja, du hast es ja vielleicht nicht gesehen, aber eine andere VTuberin hat mal für ein Collab uns alle Among Us Charaktere gemacht. Wie? Also wirklich, als wären wir in Among Us diese Charaktere, also diese Crewmates. Also extra für wirklich gemalt, also dein Avatar, den jetzt unten zu sehen ist, als Among Us Charakter. Ja. Lol, was? Ja. Wer denn? Wenn ich mich genau erinnere, müsste das Nyarubis gewesen sein. Oder Nanako. Okay. Ja.
Ich habe noch witzigerweise das Bild von wo alle drauf sind, habe ich noch bei mir. Mhm. Und natürlich habe ich natürlich mein eigenes selber rausgeschnitten extra. Hey, ist ja mega cool. Ja. Ich will auch. Na, dann musst du eine Commission abgeben. Nee. Ah, das ist mir ein bisschen zu anstrengend, oder? Ja. Ah, Achtung. Da muss man ja proaktiv werden. Da sehe ich mich nicht so. Ja. Ich habe ja auch nicht heute jemanden commissioned, einen allgemeinen Hintergrund für mich zu machen, für meine Streams. Echt? Ja. Ich will nicht verraten, was es wird. Aber es passt, sag ich mal. Das ist Roman. Ja. Wenn du ein Foto von mir haben wolltest und das gezeichnet bekommen haben willst, sagst du doch einfach Bescheid. Ich hätte dir einfach so ein Foto geschickt. Nein. Ich will nicht dein Gesicht als bei mir im Hintergrund immer haben. Nee. Oh Mann. Ich meine, was? Oh, ich habe einen Delfin jetzt hier. Oh, nice. Und ich mache mich wieder auf die Suche nach Papageien. Papagei. Ja. Also richtig Papagei oder dein Haustier namens Papagei? Richtige Papageien. Ich hab niemals keinen Papagei genannt. Noch nicht. Ja, noch nicht. Ich meine, es gibt ja Katze, es gibt Hund, es gibt Schwein, es gibt Schweinehund. Pufferfisch. Ich hab Pufferfisch gehört. Da, Puffy. Ich hab einen Pufferfisch. Nice. Ah, warte mal, ich muss das. Oh, da kam ja gerade eine Collab-Anfrage von Jair oder Jair. Ja. Aber ich habe kein Phasmo und Phasmo spiele ich nicht. Ich will keine Raffäne. Ja, das zockt man, weiß nicht, was Spiel war es. Spiel Minecraft Singleplayer. Ups. Yay. Sollte ich eigentlich auch wieder mal machen. Ich habe ja noch immer meine kleine Welt, die ich ja vor ein paar Monaten angefangen weitergemacht habe. Mhm. Na gut, das ist wirklich schon lange her, seitdem ich sie offiziell angefasst habe. Inoffiziell war es das letzte Mal heute, als ich nämlich die Shader aussetzen wollte. Eieiei. Ja. Au, vergiftet. Oh nein. Pufferfisch hat mich vergiftet. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ich segle ans Ende dem Meer. Was? Einfach mehr Fische. Mehr Fischis! Mehr Fischis! Mehr Fischis, Olli? Das ist ein Clownfisch. You're my friend now. You're my friend now. Selbe Musik spielt im Hintergrund. Das ist die falsche, aber okay, wir können das auch nehmen. Ich sehe deinen Hasen. Einen weißen Hasen. Ah. Ich,
weiß, wie ich meine ich weiß, wie ich meinen ersten Papagei nenne. Ja, Sebastian. Sebastian der Hase. Ne, warte. Sebastian der Hase bei einem Papagei. Oh Gott. Boggy. Das wird extra super. Sebastian der Papagei heißen. Ja, und der ist Exorzist. Der ist hier, bekommt jetzt eine geheime Rolle. Aber geil. Der Exorzist. Den will ich auch haben. Dich will ich jetzt auch haben. You're my friend now. Boop. Ich will gar nicht sehen, was ich da gerade entdeckt habe. Was denn? Nichts. Da. Au. Wir vergiftet. Okay, ich habe jetzt gerade ein Unterwasser-Dings gerade gefunden. Okay, schön. Ich will mich schön mal weiter. In dieser schönen Wüste. Nein, das ist keine Wüste, das ist nur eine riesige Insel. Mit sehr viel Sand. So, Stonecutter, dann mache ich mir eben. Also ich habe vorhin gezählt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 plus 7 ist 12. Boah, Mathe. Stonks. Nein, ja, verkackt. Einmal das hier rein. Ich bekomme eine ganze Discord-Benachrichtigung. Bring, bring. Also bei mir kommt nichts. Ja, ich werde angeschrieben. Boah, der Puffer Fisch hat mich jetzt richtig outplayed. Ich wollte ganz hoch auf dem Dach und dann vergiftet er mich und schießt mich runter dabei. I got outplayed. Oh, ne Mini-Schildkrötchen. Oh. Wieder outplayed. Dum 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 dum. Dum bam bam. Dun 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 dun. Dun. Ach man. Hey, Pufferfisch einfach next PvP-Gott. Oh, Pufferfisch was weaponized in the oldest anarchy server in Minecraft. Pufferfisch 1, Tacker 0. Du meinst 2. Ich bin noch nicht gestorben. Ja, Entschuldigung, das gibt's ja. Da gibt's ja extra Punkte. Hm. Yeah, my friend now. Hauptsache, weißt du, vor allen Dingen, das Holen davon war gar kein Problem.
Das Problem ist einfach nur, jetzt wo es da ist, die... Ich will ein Dach ziehen. Aktion. Hm. Weißt du, was ich nur sage? Arschloch. Okay. Und ich bin vulgär und ich bin nicht family friendly. Das ist normal bei Vitality. Egal. Scheißegal, illegal. Senegal, Wuppertal. Unter die Garantie. Oh nein, oh nein, oh nein. Roman, hast du gerade geröpst dabei? Nein, ich hab gerade nur gerade gesehen, wie ich einfach. Ja? Wie ein paar Round einfach wodurch gestorben sind. Weil sie ja auf einem dieser Ding, dieser Mako-Ding-Dinger. Oh nein. Okay. Never mind, da ist noch einer. You're my friend now. Oh. Ah, ja, ja, ja. Reject humanity. I'll go back to be monkey. Dun, 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 dun. Kennst du den? Ja, kenn ich. Der ist super. Oh, nein. Oh, damit, yeah. Damit. Der ist in meinem Boot. Hallo Basti. What's poppin'? Das nehme ich mir, so. Dankeschön. Ha? Was ist? Nichts, ich habe mir nur gesagt, das nehme ich mir, Dankeschön. Also. Roman, was für ein Shader hast du drin? Keine Ahnung, müsste ich gerade kurz schauen. Einen Moment. Ich will auch den Shader haben. Der Wasser sieht so cool aus. Ja, ich weiß. Warte mal. Video Settings, Shaders. Project Luma habe ich dann. Warte. Das sehe ich ja. Project Luma. Okay. Shader, Project Luma. Ich will erstmal klauen. Zwei Tage am Stück trainiert, bin am Arsch. Oh no. Ist runtergeladen? Herunterladen. Ja, ich wollte eigentlich auch trainieren gehen. Also heute wollte ich trainieren gehen. Ich bin aber nicht zum Training gefahren. Weil ich das zeitlich nicht geschafft hätte. Weil ich hab heute meine Wohnungszusage bekommen. Basti. Richtig nice. Bin bald alleinstehender. Yay. Dann geht's los. Endlich alleine Wäsche waschen. Ja, das ist das Beste. Da sehe ich mich. Das fühle ich schon. Landensee. Nee, bei mir in die Ecke. Bei mir um die Ecke. Passt, also man könnte schon fast sagen, einmal auf der anderen Seite.
Also zu meinen Eltern bräuchte ich zu Fuß fast 10 Minuten zu Fuß laufend. Ah, da können wir ja mal die Tage mal drüber sprechen. Kann ich mal zeigen, wo die ist. Also noch bei Mac ist. Kann es sogar so. Also, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Was? Bei dir gibt es kein Mackis in der Nähe? Hä? Bei dir gibt es kein Mackis in der Nähe? Doch! Basti redet gerade so wie like. Ob ich jetzt näher bei Mackis bin oder noch weiter weg. Ah. Weil bei mir, der ist halt echt nah. Der ist wahrscheinlich einfach so direkt im gleichen Gebäude. Also Luftlinie, könnte mich sogar vorstellen, also wenn ich rein Luftlinie nehme, sind es vielleicht 100, 150 Meter mehr. Ah. Also weiter weg von Mackis. Ah. Aber in die andere Richtung. Ah. Also wenn ich dann prinzipiell zu dir würde, Basti, zu Fuß, obwohl, nee, aber Fun Fact, wenn ich von mir aus mit dem Auto zu dir fahre, bin ich schneller mit dem Auto da als zu Fuß, weil ich einen Teil des Weges, den ich außenrum fahren müsste zu dir, in die Richtung wohne. So. Also, alles easy. Und, alter Roman, der Schädel sieht aber ultra nice aus. Ja, I know. Wie ist, glaube ich, auch. Ich habe auch den, glaube ich, genommen, weil Raytracing, glaube ich. Aus dem. Ich habe Senkos gefunden. Hi, Senkos. Hi. Oh. Easy. Und ja, es gibt erstmal eine Dickfett-Einweihungsparty. Sobald das fertig ist. Das Coole ist, bei der Wohnung, der Vermieter, also okay, ich weiß nicht, ob das cool ist, der wohnt direkt drüber. Hm. Ich habe Erdgeschoss für mich, er hat die erste Etage. Aber der ist, boah, lass mich nicht lügen. Ich sag jetzt mal, der ist gerade um die grad 30 geworden. Ja. Ne? Also der ist noch jung. Der hat mir auch gesagt, er wollte sich eigentlich eine Wohnung zur Miete holen und im Endeffekt hat er sich das Haus gekauft. Mir noch geben? Ja. Er hat das Geld halt in dem Fall. Guten Tag. Wir haben da nichts, okay. Also ich meine jetzt für vermietermäßig, Junge, ich hab jetzt die anderen Wohnungen angeschaut und die waren alle zwischen 50 und 60 alt. Hm. Vermietermäßig. Was? Du bist noch ein Jungspund. Oh Basti! Nein, stop it! Mach mir jetzt nicht ein schlechtes Gewissen. Was kriegst du von mir ein Heineken ausgegeben? Wie kriegst du mir ein Heineken? Okay, das war jetzt ein Weltdienst hier. Oh. Ja gut, dann nicht. So, Roman, was machst du gerade Schönes? Na, was voll. Du suchst nach Papagei. Ja. Ich mein Sebastian. Und ich bin gerade in einem Dorf. Und nämlich... Du hast ein Dorf gefunden? Ja. Ich brauche eine Katze. Aber ich glaube, dein Dorf ist ultra weit weg, oder? 4000 plus. Also bei Tex, also nordöstlich. Oh, habt ihr den Sprung geschafft hier?
Nee, den laufe ich jetzt nicht. Habe ich ja gerade einen Stuhl knatschen hören? Ja, sagen wir mal, es war ein Stuhl. Hast du gepupst? Nein, das war ich nicht. Roman! Ich halte mich zurück. Roman? Ja? Bitte scheiß dir nicht in die Hose. Wie gesagt, ich war es auch nicht. Oh, deine Mitbewohnerin. Sagen wir es so, das war deine Mitbewohnerin. 100 Punkte. Wait, what? Ist deine Mitbewohnerin bei dem Zimmer? Jetzt ist sie. Geht sie schlafen liegen. Hä? Also, ihr pennt im selben Zimmer? Nein. Achso, sie hat einfach nur kurz gute Nacht gesagt. Oder, hä? Ich bin verwirrt. Sie geht jetzt schlafen. Ja. Ja. Und war die gerade bei dir gewesen? Und hat gesagt, gute Nacht? Nein, sie ist einfach nur vorbeigegangen. Achso, ist deine Tür offen? Ich bin im Wohnzimmer, sag. Ah! Am wortwörtlich anderen Ende vom Wohnzimmer. Ah, okay. Ich dachte, du hast so dein PC in deinem eigenen Zimmer stehen und. Ah, okay. Nein, kleine Geschichte dazu. Damals, als ich noch. Nein, damals, als ich noch mit Laptop noch gearbeitet habe. Also, wo wirklich ein Laptop noch mein Heiligtum war. Da habe ich mir einfach. Ab irgendeinem Punkt bin ich einfach direkt, habe ich mich neben dem Router gesetzt und ja, seitdem bin ich da. Ha! Okay, ja, dann ist okay einiges. Ja. Das, also, ich hätte gerade meine Fragen, die ich alle offen hatte. Okay, Schön zu wissen. Ja. Ich hab Hunger. Wie wär's mit ein paar Bohnen? Wie wär's mit ein paar Bohnen? Nee. Aber warum denn nicht? Dann lass ich auch gleich eine Bombe liegen. Nicht so ein Fan von. Oh nein. Was ist das für ein Thema, was wir anschweifen? Was? Egal. Wir sind alle schön brav. Auf Vitality. Auf Vitality? Das sind wir. Zieh uns da nicht mit rein, es bist nur du. Okay. Was? Nee, Basti sagt, ich soll nicht wir sagen, sondern ich bin ja der diese Themen anspricht. Also ich bin der böse Bub. Ah, Taka. Yes, sorry. Ich bin der böse Bub. Nur weil du eine Bombe droppen willst. Einmal im Leben was gedroppt. Die Holzkohle. Drop the base. Wupp, 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 wupp. Drop the Kohle. Oh, da muss ich. Ah, da müssen Blöcke hin. Zack. Und hier auch. Ah, schön windig hier. Bup, 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 bup. Da, 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 da.
Dubstep Intro. Hat jemand eigentlich irgendwie mal eine Parodie dazu gemacht? So Dubstep Outro. Nein, Lo-Fi Outro. Wenn schon. Lofi. Hast du Lust, ein bisschen Lofi anzuschauen? Nee. Man könnte ihn auch Luffy nennen, aber... Mungi die Luffy. Ja. Mungi die Luffy. Gerade in einem Sumpf, aber das Wasser ist noch immer so klar. Ah. Ein Sumpf, der deinen Namen trägt. Naja. Dankeschön für die Beleidigung. Ja. Den schenke ich dir heute Nacht. Da fällt mir gerade ein, ich sollte unbedingt. Ich habe ja Anfang letzten Monats habe ich ja ein kleines Konzert gehalten und da habe ich eine kleine Parodie, könnte man sagen, von Ein Stern, der deinen Namen trägt, gesungen. Was eher Ein Stern, der euren Namen trägt, heißt. Okay. Ja. Und ich habe da, muss ich ehrlich sagen, nachdem ich jetzt schon das fünfte Mal mir das angehört habe, muss ich ernsthaft sagen, ja, ich sollte das irgendwann verbessern. Also, ich wollte eigentlich sagen, volle Version von Einstein, der, also bessere Version von Einstein, der euren Namen trägt, kommt bald. Und mit bald meine ich irgendwann. Version 2. V2. 2.1. Ja, 1.2 würde ich eher sagen. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Ja? Danke. Ich hab fliegendes Gras vor mir. Also man könnte auch sagen, das Gras ist high. Junge. Der Gras ist high. Das ist sogar high. Bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam. Hey, Macarena. Ah, hi. Hi? Wo, hi? Pisch. Achso. Doch gleich, Gura. Hä? Hä? Gura. Gura ist doch nicht dabei. Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht ist einer von uns die deutsche Version von Gura. Oh nein. I mean, why not, but also no. Ara, ara. No. Ich habe einmal ein Arar gemacht, das habe ich als Soundeffekt, als Sounddollar drin und werde ich auch nie machen, außer jemand tut den aber Reward ich habe keine Ahnung, wie ich den nochmal genannt habe, wie ich irgendwas sage kann, also wo die Person, die das einlöst, mich dazu bringen kann, irgendwas zu sagen. Ah. Ja? Kannst du dir jemals vorstellen, dass ich Ara Ara sage? Ja. Wirklich? Du hast es gerade gesagt? Ja, das war nicht ernst gemeint. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein Maid-Kostüm trägst, da sehe ich dich. Was du mir gesagt. Wenn Maid-Kostüm, dann auch in
auch. Ja, in echt. Auch bei Dokumi. Ich habe keine Tickets für die Dokumi. Nächste. Shit. No. Just no. Ach, Roman. Noch ein Dorf. Ich hab irgendwie Glück mit den Dörfern. Nichts Dokumi, das sehe ich dich. Vielleicht. Dann machen wir Vitality-Treffen. Wir sind aber nicht Mitglieder von Vitality, also. Ja, ich weiß. Wir machen Vitality-Treffen. Okay. Dann machen wir halt Vitality-Community-Treffen. Ah. Bam. Ja, Melon, napp dich auch. Napp. Nappe! Napp. Kein Kommentar mehr von Roman. Ja. He died. Again. He just died. Nippel, du nuschel. Ich nuschel. Hör mal. Sagen Sie, dass ich nuschel? Mami? Ich fühle mich gemobbt. Ich habe ein Eingefühl. Warum ist da nur ein Stein in dieser Kiste? Ein Stein, der deinen Namen. No. Warte mal, ich hab ein Déjà-vu. Ich hatte heute schon zwei. Kein Scherz. Ich hatte wirklich heute schon zwei Déjà-vus. Bei beiden muss ich ernsthaft sagen. Bitte nein. Déjà-vu. Da. Ah ja, in the place. Nani? Nani, der Fisch. Nani? Auf einmal, Mu. Und da ist noch ein Häuschen. Guck mal, meine Hütte ist... Von außen steht meine Hütte. Es fehlt nur noch die Innenreinrichtung. Aurora Borealis. Jetzt geht die Aurora Borealis wieder weg. Oder es ist vielleicht ein riesengroßer Regenbogen, könnte es auch sein. Das könnte auch sein. Oh, meine Fresse, bin ich wieder weit weg. Ich wollte gerade sagen, jeglichen Weg, den du läufst, den musst auch wieder zurücklaufen. Ja. Oder du hättest richtig Pfeifett sein können und einfach einen Nähte-Hub bauen können. Dann hättest du nur noch weniger laufen müssen. Ja. Da gibt es ja einen Nether-Hub, aber ja. Ey. Also weißt du, was ich meine, ne? Also so über den Nether zurück. Mhm. Hättest du das nicht auch früher sagen können? So passiv-aggressiv. Oh, ich habe gerade ein richtig gutes Lied gerade am Laufen. Okay. One step hands, two, don't touch me. Please wear a mask. No, don't touch me where. This is don't touch my no square. Please wear a mask, two, don't touch me. Don't touch me. Don't Wake touch me. Up. Nee, ich hab wirklich ein Lied, das einfach Corona heißt. Corona, oh na na. Es ist ein richtiger Banger, muss ich aber sagen. Werde ich dir vielleicht schicken. Dass du dieses Wort Banger benutzt, das ist halt schon ein Banger. Ich will mit dir reden, du verdammter Villager. Geht dann halt nicht. Willst du jetzt raus, willst du rein?
Banger, sagst du schon Banger, Roman. Entschuldigung, der wollte, der hat da die Tür dauernd zugemacht. Hey, okay. Hey. You're my friend now. Achu. Diese Fackeln mich gerne, danke. Don't touch me. I'm happy. Wir haben jetzt einen Teil unserer Insel jetzt schon bebaut. Fehlt noch der Rest. So. Aber ich weiß nicht, Roman, wie lange hast du denn heute eingeplant? Keine Ahnung. Okay. Lange wir können. Okay, weil langsam wird es gleich auch Zeit zu gehen für mich, deswegen. Ja. Okay. Also, zur vollen Stund. Ja, okay. Gut. Das wollte ich angepeilt haben. Sollte auch. Also, wenn du weitermachen willst, kannst du natürlich weitermachen. Dann kriegst du einen Raid rein. ich glaube, ich auch. Glaube ich jetzt mal auf. Jetzt? Ich tue jetzt, ja. Bad escalated quickly. So schnell wollte ich jetzt auch noch nicht. Okay. Okay, hab ich das gemacht. Ja. Okay. Dann würde ich aber auch hier beenden, gleichzeitig. Ja. Und würde mich erstmal bei dir bedanken, Roman, dass wir heute zusammen gestreamt haben. Ja. Das war ja alles relativ spontan sogar. Also ja, spontan sehr spontan von, sogar. Ich meine, spontan im Sinne von. Gestern haben wir geschrieben, ne? Ja, gestern habe ich dich angeschrieben, deswegen. Okay, dann machen wir kurz einmal nochmal einen Shoutout an Roman. Ja, ich mache auch einen Shoutout. The Arme. The Ringer, okay. Oh. Warum auch was sagt The Ringer? Ich spare mir das Name auf. Ich spare es mir einfach auf. Es kommt das ist Roman. Nachher. Die Zeit, dass wir ihn einfach jagen. Anyway, wen könnten wir. Sollen wir beide jemanden hosten oder. Also raiden wir nicht? Yes. Ja. Das ist Roman, das war ein Clip von ihm. Ja. Und da würde ich sagen, da geht jetzt in Darwart. Lasst bei Roman ein Follow da, schaut vorbei. Ja. Und. Morgen. Aber das ist ja schon. Morgen geht's bei mir weiter mit Eternal, mit Tobe. Und bei Roman geht's dann weiter mit Minecraft. Ja. Aber offiziell jetzt. Morgen. Naja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist normalerweise ist ja der Dienstag, der Minecraft-Dienstag. Ja. Ich bin ja morgen mit Tome am Eternal spielen. Ja. Das war's. Ja. Danke, dass du da warst. Danke, dass der Rest da war. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Gute Nacht. Aus meiner Sicht.